Ich werde Ihnen jetzt ein paar Transformationen zeigen. Transformationen wovon? Nun, wenn es Ihnen recht ist, werden wir mein Porträt transformieren. Beginnen wir mit etwas Einfachem. Die Transformation von Z nach Z geteilt durch 2. Jeder Punkt des Fotos entspricht einer komplexen Zahl Z und diese teilen wir durch 2. Wir erhalten so einen neuen Punkt, sein Abbild, und somit ein neues Foto. Das Ergebnis haben Sie sicher erwartet. Ich bin ganz einfach um die Hälfte geschrumpft, denn jeder Punkt Z wurde durch 2 dividiert. Das ist eine Streckung um den Faktor 1/2. Schauen wir uns die Multiplikation mit I an. Das ist ganz einfach. Wir wissen, dass die Multiplikation mit I schlicht einer Vierteldrehung entspricht. Sehen Sie, der Betrag ändert sich nicht, aber das Argument erhöht sich um 90 Grad. Das besagt lediglich auf eine komplizierte Art, dass wir das Foto gedreht haben. Gehen wir noch ein bisschen weiter. Zur Multiplikation mit 1 plus i. Die komplexe Zahl 1 plus i entspricht dem Punkt mit Abszisse 1 und Ordinate 1. Sein Argument ist also 45 Grad und sein Betrag ist die Wurzel aus 2 nach dem Satz des Pythagoras. Die Multiplikation mit 1 plus i bedeutet also, den Betrag mit der Wurzel aus 2 zu multiplizieren und das Argument um 45 Grad zu erhöhen. Man kombiniert also eine Streckung mit einer Drehung. Das nennt man eine Drehstreckung oder auch Ähnlichkeitsabbildung. Machen wir das Ganze noch interessanter und transformieren jeden Punkt in sein Quadrat. Das heißt, wir überführen Z in Z mal Z. Platzieren wir zunächst das Foto an eine geeignete Stelle, in die Ecke der beiden Koordinatenachsen. Außerdem zoome ich ein wenig heraus, denn der Übergang zum Quadrat wird das Bild vergrößern. Ich brauche daher ein bisschen Platz, um Ihnen alles zu zeigen. Nun können wir das Foto kontinuierlich transformieren. Beachten Sie, dass das Argument von z mal z zweimal das Argument von z ist. Der rechte Winkel in der unteren linken Ecke des Fotos wird durch unsere Transformation verdoppelt. Er wird so zu einem gestreckten Winkel. Ich verschiebe das Foto an eine andere Stelle und wir schauen uns dieselbe Transformation noch einmal an. Sie sehen wieder dieselbe Verdopplung des Arguments. Beobachten Sie zum Beispiel meinen Zeigefinger. Vor der Transformation ist sein Argument ungefähr 45 Grad. Nach der Transformation zeigt er vertikal nach oben, also 90 Grad. Sie sehen auch, dass die Beträge zum Quadrat erhoben werden. Betrachten wir nun eine neue Transformation, die den Punkt Z in den Punkt minus 1 durch Z überführt. Vergessen Sie nicht, die komplexen Zahlen kann man addieren, multiplizieren und auch dividieren. Außer durch 0 natürlich. Erinnert Sie dieses Bild nicht an die Sixtinische Kapelle? Die großen komplexen Zahlen, das heißt die mit großem Betrag, werden klein, wenn man ihr Inverses nimmt und umgekehrt. Hier sehen Sie eine Abbildung vom selben Typ. Schauen Sie sich die Formel an. Der Wert von k ändert sich langsam. Manche Teile werden gestreckt, andere gestaucht, aber wenn man genau hinsieht, dann bleibt doch die Form erhalten, selbst wenn die Längen sich ändern. Ein Kreis bleibt ein Kreis, selbst wenn er größer wird. Meine Hand ist gewachsen, mein Gesicht geschrumpft. Aber Sie erkennen mich immer noch.
und hier eine noch kompliziertere Transformation. Naja, diese hier ist nicht gerade eine Abmagerungskur. Beachten Sie aber dennoch, selbst wenn ich dicker geworden bin, so hat sich doch die Form kleiner Ausschnitte nicht verändert. Wenn Sie beispielsweise einen Knopf meines Hemdes anschauen, so behält er die Form eines Kreises. Man sagt daher, diese Transformationen sind konform oder holomorph, recht komplizierte lateinische oder griechische Wörter, um auszudrücken, dass man die Form wahrt. Tatsächlich, mit den komplexen Zahlen kann man eine ganze Menge machen. Man kann zum Beispiel die Exponentialabbildung nehmen, die Sie vielleicht kennen. Selbst wenn nicht, schauen Sie nur, welche Verzerrung ich hier erleiden muss. Mein Kopf ist verschwunden? Nicht ganz. Wenn man durchs Mikroskop schaut, nahe dem Nullpunkt, dann sieht man meinen Bart. Jetzt, wo Sie wissen, was komplexe Zahlen sind und einige Transformationen gesehen haben, werde ich Ihnen ein Gebiet erklären, das ich sehr genau studiert habe. Sie sehen hier ein paar Punkte. Manche sind blau, innerhalb des Einheitskreises, die anderen sind gelb, außerhalb des Einheitskreises. Wir wenden die Transformation z zum Quadrat mehrfach an und beobachten das Resultat. Sie sehen, dass die blauen Punkte innerhalb des Einheitskreises bleiben. Die gelben Punkte hingegen entfernen sich und verschwinden vom Bildschirm. Man sagt, die blaue Scheibe ist die ausgefüllte Julia-Menge der Transformation, die z auf sein Quadrat abbildet. Die Punkte außerhalb der Julia-Menge verschwinden ins Unendliche, wenn man die Transformation unaufhörlich wiederholt. Dieses Spiel kann man auch mit anderen Transformationen spielen, zum Beispiel indem man z abbildet auf z zum Quadrat plus c. Hierbei ist c eine komplexe Zahl unserer Wahl. Für jede Zahl c erhalten wir so eine Julia-Menge. Ihre Form ändert sich mit dem Wert c. Sie sehen hier einige Beispiele. Dieses hier habe ich den Hasen genannt. Um die Veränderungen dieser Formen besser zu verstehen, werde ich Ihnen zwei Bilder gleichzeitig zeigen. Links, im roten Bild, sehen Sie einen beweglichen Punkt. Das ist der Punkt C. Rechts sehen Sie die zugehörige Julia-Menge. Diese verformt sich, wenn wir C wandern lassen. Aber manchmal, für gewisse Werte von C, scheint die Julia-Menge zu verschwinden. Auf dem Bildschirm sieht man gar nichts mehr, so wie jetzt zum Beispiel. In Wahrheit ist die Julia-Menge in unendlich viele kleine Splitter zersprungen. Diese sind so klein, dass man sie auf dem Bildschirm nicht mehr sehen kann. Benoit Mandelbrot, der die Fraktale populär gemacht hat, schlug vor, die rote Menge zu studieren. Diese beschreibt die Werte C, für die die Julia-Menge gut sichtbar ist. Das heißt, für die Julia-Menge nicht in kleine Teile zersplittert ist. Selbstverständlich heißt die rote Menge seither Mandelbrotmenge und ich habe viel Zeit mit ihrer Untersuchung verbracht. Zum Abschluss schlage ich Ihnen vor,
die Mandelbrotmenge von nahem anzusehen, von sehr nahe und so hinein zu zoomen, dass sie ihre ganze Schönheit sehen können. Und los geht's. Schauen Sie und staunen Sie. Diesmal erkläre ich Ihnen nicht alles. Stellen Sie sich die Mandelbrotmenge als eine schwarze Insel vor, umgeben von einem tropischen Meer, von dem Sie hier den Meeresgrund sehen. Ich betone, was Sie hier sehen, sind wirklich mikroskopisch kleine Details. Wenn die Mandelbrotmenge so groß wäre wie ein Fußballfeld, dann sehen wir jetzt Details von der Größe eines Atoms, fast ein Millionstel Millimeter. Sie fragen sich vielleicht, warum ich mich für das interessiert habe. Zuerst und vor allem der Schönheit wegen. Und weil das Verständnis dieser Objekte mir viel Freude bereitet hat. Für mich ist das ein ausreichender Grund, meine Zeit dafür zu verwenden. Aber auch, weil diese Transformationen, so einfach sie auch erscheinen mögen, das Wesen von dem enthalten, was wir Chaos nennen. Und das in den Naturwissenschaften so wichtig geworden ist. Einfache Dinge können komplizierte Strukturen hervorbringen. Diese komplizierten Strukturen zu studieren, in ihrer einfachsten Erscheinungsform, das ist oft die Aufgabe des Mathematikers.